Hallo, ich bin Michael Johnson. Hi, this is Michael Johnson und das ist im Gespräch. Heute haben wir jemanden ganz Besonderes dabei. Bevor wir damit beginnen, möchte ich noch was über die Herbalife Family Foundation sagen. Ganz kurz. Mark Hughes hat die Family Foundation gegründet, um gefährdeten Kindern auf der ganzen Welt zu helfen. Seit 1997, als Mark das Casa Herbalife Programm in Rio de Janeiro in Brasilien anfing, konnten wir insgesamt seitdem 50 Waisenhäuser mit dem Casa Herbalife Programm erreichen. Darauf sind wir stolz, das gehört zu unserem Image dazu. Das ist etwas ganz Besonderes, wenn ich auf der Welt bin, über die Produkte rede, über Geschäftsgelegenheit rede, auch bei einer Marke rede, Use Where Talk, und dann rede ich auch vom Image. Und das Image, was wir tun, um etwas zu tun für die Gesellschaft. Es geht um unsere Vision, unsere Philosophie, unsere Werte, und das ist ganz wichtig. Wir sind stolz darauf. Wir glauben nicht, dass ein Unternehmen heutzutage bestehen kann, ohne was zurückzugeben an die Gemeinschaft. Also heute habe ich einen ganz besonderen Gast mit dabei, ein Herr, der kommt sowohl aus Orange County und aus Südafrika. Orange County hier in Kalifornien und in Südafrika, wo er Acres of Love, ein Programm, begann. Acres of Love, also enorm viel Liebe, ist ein Waisenhaus, besteht es aus vielen Waisenhäusern, und Ryan wird gleich dazu was sagen. Dazu gehört auch ein Casa Herbalife Programm. 2006, als eine Gruppe von uns dorthin fuhr mit Chairman's Club Mitgliedern und Founders Circle, wir gingen also zu Acres of Love in Johannesburg, und es hat das berührt, was sie machen da mit den Kindern, die Kinderarbeit. Und jetzt kommt Ryan Ordinotti, hoffentlich spreche ich das richtig aus, er ist ein toller Mann. Herzlich willkommen bei Im Gespräch. Danke, Michael. Schön, dich dabei zu haben. Also wahrscheinlich hast du schon eine Ahnung, was heute so drankommt nach dieser langen Einführung. Wie bei jeder Show, mit jeder Person, die kommt, sag uns was über dich. Wie entwickelt sich dein Leben? Du bist natürlich eine der Personen, bei denen das Herz größer ist als der Geldbeutel. Das ist natürlich toll. Du hast so viel gegeben für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft, Zeit, Geld und Bemühungen. Sag uns was etwas auch über dich, wer du bist und wie du hierher gekommen bist. Michael, zunächst einmal vielen herzlichen Dank für eure Zeit, für die Gelegenheit. Danke an Herbalife, an die Stiftung und natürlich auch an die Berater. Also wir sind sicherlich in einer strategischen Allianz, wenn es darum geht, ein kritisches Problem zu lösen. Ein Problem, das auch nicht verschwinden wird, ein Problem, das wir lösen können in unserer Lebenszeit. Meine Frau und ich sind leidenschaftlich bei der Sache. Wir haben selber vier Kinder. Wie alt sind die? Wie alt? Ja, 26, 23, 20 und eine Tochter von 13. Also du bist noch Elternteil, also aktiv natürlich. Ja. Ja, gut. Also wir hatten immer eine Leidenschaft, eine Passion, und wenn wir in Urlaub gefahren sind, hat meine Frau immer wieder Bücher gelesen über die Not von Waisenkindern in Russland und in Ländern dieser Art, und wir waren einfach immer wieder angetan und überrascht über die Misere, dort herrschte, die Institutionalisierung, die zu immer noch größeren Problemen führte. Also darüber haben wir gesprochen als Mann und Frau, und dann 1998 war es in Südafrika soweit, dass wir gesehen haben, wie stark sich AIDS und HIV auswirkte. Menschen starben buchstäblich auf der Straße, und wir sahen, dass da Familien auseinandergerissen wurden. Eltern konnten sich nicht länger um ihre Kinder kümmern, und wir hatten eine riesige Waisenkrise. Meine Frau und ich sind in die Staaten gereist und haben uns gefragt, weswegen die Welt sich da nicht kümmert. Wo sind die Regierungen? Wo sind die Institutionen? Du hast das andere gefragt. Ja, genau. Und wir hatten dann diese Phase, wo wir wirklich verärgert waren, weil alle sagten, das Problem von sonst jemanden. Und ich hatte dann die Stimme in mir, die dann sagte, was machst du denn dagegen? Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist der Katalysator. Jetzt müssen wir was tun. Was können wir selber tun? Damals lebtest du in Südafrika. Genau. Gerade die Beziehung zu Südkalifornien, ja, das war in den 90ern. Genau. Du bist in Südafrika aufgewachsen. Ja, in Südafrika aufgewachsen. Mein Urgroßvater kam aus Turin. Meine Frau, ihre Vorfahren waren französische Hugenotten, die vor der Verfolgung in Europa geflüchtet waren, nach Südafrika kamen. Als du in Südafrika aufwuchst, das war natürlich ein Apartheidstaat. Also du hast das mitbekommen. Das war nicht so positiv, wie du es gerne gehabt hättest. Ja, aber wir lebten in einer Blase, wenn man so will. Ja, als wir zur Schule gingen, da haben wir nicht verstanden, worum es da ging. Wenn wir zum Strand gingen, da saßen wir die Schilder, nur Weiße. Und uns wurde gesagt,
Schwarze schwimmen nicht im Meer, weil sie nicht schwimmen können, die mögen kein Wasser. Und wenn man sich die ganzen Lehrbücher anschaut und die Zeitung, die ganze Indoktrination, die es damals gab, wir lebten wirklich total isoliert von der Wirklichkeit des Lebens in Südafrika. Und wann brach das zusammen? Ja, das brach zusammen, kurz bevor sie Mandela entlassen hatten. Südafrika war an einem Punkt angelangt, wo es wirklich auf der Kippe stand, wo es kurz vor dem Bürgerkrieg war. Wie alt warst du, als Mandela freikam? Das war 1994, also... Also du warst erwachsen. Du hast gelebt, dort gearbeitet, du wurdest dort erzogen und in Südafrika hat sich die Welt dramatisch geändert. Ja, die Welt hat sich dramatisch geändert. Wir waren im Bereich Finanzplanung, die Währung war kollabiert, nicht? Leute haben das Land verlassen und ich erinnere mich noch, man konnte nicht in ein Restaurant gehen und dann nicht irgendwelche Gespräche hören über die düstere Zukunft, die da vor uns lag. Es gab viel Angst und... Nicht gut begründet, diese Nein, Furcht. Nicht unbedingt. Aber viel war halt Propaganda. Es ging da Bomben los auf den Straßen, es sind die Kommunisten. Und dann sah man aber, das war intern so geplant, um den ANC im schlechten Licht dastehen zu lassen. Das haben wir alles dann im Nachhinein erfahren. Und selbst nachdem sie Mandela entlassen hatten, war das Ganze noch sehr, sehr wackelig. Es wurde dann von Nationalisierung gesprochen und die großen Geschäftsleute kamen dann mit Mandela zusammen. Und dann hieß es, nein, wir machen weiter mit dem Kapitalismus. Und ja, das war wirklich unglaublich. Wenn man sich jetzt mal unsere Wirtschaft anschaut, also sind wir wirklich ein Leuchtfeuer in der Region. Tourismus ist der größte Industriezweig, nicht? Ist das nicht großartig? Toll, ja. Okay, dann machen wir jetzt mal weiter. Deine Frau und du, also ihr habt diese Misere gesehen in Südafrika, die AIDS-Epidemie außer Kontrolle. Ihr seht die Kinder mit AIDS. Und was passierte dann? Man gibt anderen die Schuld. Genau. Ja, und dann fängt man an. Ja, da haben wir gesagt, Mensch, was können wir denn tun? Und wir hatten wenig, aber wir haben dann dieses Buch Acres of Diamonds gelesen von Dr. Conwell. Und Dr. Conwell hat an der Temple University in Philadelphia gelehrt und hat das Temple Krankenhaus gegründet nach dem Bürgerkrieg. Und was ich toll an dem Buch fand, war, dass da stand, ich hatte den Traum, ein Krankenhaus aufzubauen, aber ich hatte nur einen Patienten und nur eine Krankenschwester. Und er sagte, aber dennoch habe ich das Krankenhaus aufgezogen. Und meine Frau und ich sagten uns dann, Mensch, wir haben den Traum, diesen Kindern zu helfen. Was können wir machen? Nun, wir hatten ein Zuhause, das wir damals vermietet hatten. Wir hatten genügend Barmittel in unserem Geschäft, dass wir Leute einstellen konnten. Wir gingen dann zur Regierung, um eine Lizenz zu bekommen. Und mein Sohn, meine Frau und Freunde von uns gingen dann in ein Krankenhaus, wo 50 Säuglinge auf der Station lagen. Aufgegeben. Aufgegeben wie? Ja, also die Mütter konnten sich keine Abtreibung leisten. Die haben dann Kinder zur Welt gebracht und sie im Krankenhaus zurückgelassen. Und gingen einfach weg? Ja, genau. Also da lagen 50 Säuglinge auf dieser Station und die Sozialarbeiter, es war ja Südafrika und nur Sozialarbeiter der Regierung können diese Kinder retten. Wir können da nicht hingehen und die Kinder retten und das bricht einem mit unter das Herz, denn wir wissen genau, wie die Situation ist und dass ja, die Kinder schlecht behandelt werden, aber wir können dann nichts tun. Aber wie gesagt, für 6 der Säuglinge lagen die entsprechenden Papiere vor. Und wir sind also dann abends aus dem Krankenhaus mit den 6 Säuglingen gegangen. Wohin? Ja, nach Hause. Da, wo ich war, in dem Haus? Nein, das Zuhause, in dem wir lebten. Du warst in der Wohnung, die wir danach vermietet hatten. Also die Mieter sind da ausgezogen und wir haben dann diese Stockbetten dahingestellt. Also diese Säuglinge kamen dann erstmal mit mir zu Hause in die andere Wohnung. Also wir hatten dann 6 schwarze Säuglinge und wir waren dann 10 weiße, die da saßen, schauten einander an und sagten, was machen wir denn hier? Also worauf haben wir uns da eingelassen? Und das war in einer vornehmen Gegend? Ja, bessere Wohngegend. Die Nachbarn? Die Nachbarn waren unglaublich. Die haben also erst mal gestaunt, aber dann wurden sie Freiwillige und sie wurden Adoptiveltern. Also du hast deren Herzen auch geöffnet? Genau. Acres of Love, also ist mehr als nur dieses Buch. Ein Freund von mir sagte, ja, wie nennen wir denn unsere Arbeit? Und ich hatte Acres of Diamonds an alle verteilt und dann haben wir gesagt, warum nennen wir es nicht Acres of Love? Und so kam der Name zusammen. Also von diesem Haus in der Vorstadt... Da hast du 8 reingeholt, ja? 8. Ja, 8 kleinere Kinder oder Babys, frisch geborene?
Ja, einige waren Frühchen, einige waren Säugling nach 9 Monaten. Viele deiner Babys haben AIDS, ja? Ja, 60% der Kinder in unserem Programm sind HIV-positiv. HIV-positiv. Okay, und da fängst du an. Wann war das? 98. 98, vor 12 Jahren. Wo sind die Kids heute? Einige sind mit uns zusammen. Immer noch bei euch? Ja. In der Schule? Wir kriegen Kleidung für euch und Essen? Ja, also wir haben einen Dokumentarfilm über Sipa, ein Mädchen, das immer noch bei uns ist, eine der ursprünglichen 8 Säuglinge, eine unglaubliche Geschichte. Wir haben also einen vollen Dokumentarfilm zu ihrem Leben bis zum heutigen Tag. Hattest du eine Ahnung, was du wirklich gemacht hast, als du aus dem Krankenhaus kamst? Ja, wir waren einfach mit Leidenschaft dabei und wollten einfach einen Unterschied bewirken. Wie gesagt, ein erster kleiner Schritt, nicht? Und wir haben viel Hilfe bekommen und das wurde zu der Reise unseres Lebens. So viel Großzügigkeit von Leuten wie euch, nicht von der Herbalife Family Foundation, von den Beratern, die sagen, wir finden dieses Modellprogramm toll, wie können wir helfen? Und wir mussten uns das erstmal überlegen. Also im Dezember 98 dann war ich mit einem meiner Kunden zusammen und an einem Tag nach Weihnachten waren wir zu Pferd unterwegs und das Pferd, auf dem ich saß, dann durchgegangen und ich wurde da wirklich sehr, sehr schwer verletzt. Ich hatte eine Lähmung, meine rechte Lunge war geplatzt und ich war 14 Tage lang auf der Intensivstation. Und der Grund, weswegen ich das erzähle, nun diese Erfahrung, war eine fast Todeserfahrung. Und als ich dann aus dem Krankenhaus rauskam, war das der Katalysator für mich und meine Frau, weswegen wir in die USA gezogen sind. Das war immer ein Traum. Unser Sohn Gareth ist behindert und wir dachten, Kalifornien ist wirklich ein toller Ort für Kinder mit Behinderungen. Das war also ein Traum von uns, hierher zu kommen. Und nach dieser Fast-Todeserfahrung wurde das der Katalysator und deswegen sind wir dann in die USA gezogen. Aber dann hast du nicht weniger in Südafrika gemacht. Ja, also als wir dann in die Staaten kamen, dann haben wir den Leuten erzählt, wo wir herkommen, was wir tun und als sie was darüber hörten, über die 8 Kinder, um die wir uns kümmerten, einer erweiterten Familie sozusagen, damals hatten wir 24 Stunden lang Versorgung, die Leute haben an Schichten gearbeitet und das war wirklich ein Modellprogramm und für mich ist das wirklich ein lebenslanges Projekt geworden, eine Mission, eine Aufgabe. Ich baue eine Brücke zwischen den Ressourcen, die wir haben, die so groß sind und dem Bedarf, der besteht. Okay, und jetzt von 1998 mal nach vorne, wenn du diese also 8 aus dem Hospital geholt hast, bis 2010, wie viele Kinder waren unter deinem Dach und wie viele hast du momentan? Momentan haben wir 185 Kinder untergebracht. 185 Kinder wurden gerettet? Ja, genau. Erstaunlich. Ja, mehr als 600 sind gerettet. 600, also haben das alles durchlaufen? Ja, viele davon adoptiert, leben in Deutschland, in Schweden, in Belgien, USA. Ich habe heute Fotos gesehen von 2 der Kinder, die in Virginia leben. Und der Junge stand da in der Baseballkluft. Du musst die unglaublichsten Briefe und E-Mails bekommen von Menschen auf dieser Welt, zufriedenen Menschen, die dankbar sind, deren Leben du gerettet hast. Ja, und weißt du, was ich gelernt habe? Man wird zwar geboren, aber das bestimmt nicht, wie es dann schlussendlich ausgeht. Wir können unser eigenes Leben bestimmen. Wir brauchen niemanden, der an uns glaubt. Jetzt hörst du dich wie ein Herbalife-Berater an. Gut, ja. Okay, also die Story, ich versuche es jetzt kurz zu fassen, ist mir das gesagt wurde von einem Priester in einem Casablanca-Programm in Rio, da hat er eine Geschichte erzählt von einem großen Brand im Amazonas-Gebiet und alle Tiere flüchteten zum Wasser, denn die flüchteten dorthin, weil sie dachten, dort überleben sie, das Wasser würde sie schützen, dachten sie, und ein kleines Vögelchen fliegt zum Wasser und mit dem Schnabel nahm es Wasser und sagte, was machst du da? Und sie sagten, ich will das Feuer löschen. Dann haben alle gelacht, wie kann so ein kleiner Vogel da was anrichten mit ein paar Wassertropfen bei so einem Waldbrand? Und dann fingen aber andere Vögel an zu helfen und schon bald formierten alle Tiere eine Kette und brachten Wasser zum Feuer und das Feuer wurde gelöscht.
Du bist wie dieser Vogel. Du bist einer dieser Menschen, die mit einer Idee daherkommen, die etwas anfängt, die bescheiden anfängt und dann andere überzeugt, mitzumachen. Wir sehen das Tag ein, Tag aus in unserer Welt, in unserer Geschäftswelt. Wir sehen Berater, die machen bei Herbalife mit als Berater. Und diese Person möchte anderen Menschen helfen mit der Ernährung. Die möchten anderen Menschen ein besseres Leben geben, finanziell unabhängig machen, klein anfangen, hoffentlich wachsen, groß werden. Und was du gemacht hast, ist die gleiche Story. Was wir auch im Image unserer Firma machen. Und wir sind so stolz, dass wir zu dir gehören. Gibt es jetzt andere Vögel, die dazu stoßen, andere Leute, die was auf der Welt machen? Bist du zuversichtlich, dass die, die weniger haben, von denen, die mehr haben, geholfen bekommen? Ja, das sehe ich. Ich bin wirklich sehr optimistisch. Ich habe wirklich sehr viel Hilfe bekommen. Und wir leben in einer interessanten Zeit, finanziell, also es gibt unbegrenzte Mittel, man sich die Technologie anschaut, die Welt wird flach, wenn man so will, nicht, man kann überall hinreisen, sich integrieren, also ich bin wirklich sehr, sehr optimistisch. Ryan, was steht jetzt für dich an? Was siehst du jetzt? Stellst du dir Eggers of Love mit 500 Kids vor, mit 1000 Kindern? Was ist der Traum? Der Traum war immer 1000 zu Hause. Und wir bauen jetzt unser Modell aus und replizieren es. Wir etablieren eine Region mit 5 solcher Heime. Wir können jetzt hingehen und 5 dieser Heime kaufen. In der Vergangenheit war es eines. Wir können es also flächenweit ausbreiten. Und wir stehen davor, das Ziel in unserer Lebenszeit zu erreichen. Es gibt 2 Millionen Kinder, die keine Eltern haben. In Afrika? In Südafrika. Ohne Eltern? Ja, haben beide Eltern verloren. Also unser Traum, das ist jetzt der egoistische Geschäftstraum, wir sagen das immer, wenn wir diese Kinder sehen, ob das jetzt in Quito, Ecuador ist, wir waren vor 1,5 Monaten eben dort in Quito, und die Misere der Kids auf der Straße, die Klebstoff schnüffeln in Ecuador, in Quito, das ist einfach furchtbar. Und wir haben dort Haus gebaut, ein Heim für die nächste Casa Herbalife in Quito. Das war eine Zwei-Zimmer-Einrichtung mit 20 Kids drin. Stellt euch das mal vor. Das zu managen ist nicht einfach. Aber der Traum für uns ist, dass wir ein Herbalife Residence Team Mitglied haben. Jemand, der also aufgestiegen ist bei Herbalife. Jemand von Eggers of Love zum Beispiel, der das dann schafft. Wir wollen, dass wir etwas zurückgeben und dass die das praktizieren. Ebenfalls. Denn es wird irgendwann ein Diplomat entstehen, es wird ein Millionär kommen aus Eggers of Love. Das ist unvermeidlich. Du bringst diese Leute auf, du erziehst sie, du gibst ihnen Liebe und hoffentlich werden die das aufgreifen und geben zurück, was man ihnen gegeben hat. Ja. Siehst du sowas, ja? Ja, absolut. Die ältesten Kids von euch sind 14, ja? Ja, Alice ist 16. Er war 2, als er dazu kam. Ja, das Geschäftsmodell ist ja schlussendlich ein Unternehmensmodell. Denn ihr seid proaktiv in puncto Ernährung und das ist ganz, ganz wichtig auf der Welt. Aber auch wie ihr die Produkte vertreibt, ist ganz, ganz toll. Und das bedeutet, dass da jeder mitmachen kann. Nicht? Deswegen bin ich so optimistisch, dass unsere Kinder proaktiv sein werden in Herbalife als Berater. Denn wir sehen das als die Zukunft und nicht das alte Modell, wo man zur Schule geht und dann einen Job bekommt. Das funktioniert nicht mehr so gut. Nee, das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert schon seit 15, 20 Jahren nicht mehr in Südafrika. Also Unternehmungsgeist ist ganz, ganz wichtig. Ja, ganz interessant vielleicht hier. Morgen Abend haben wir, was wir ein New Press Team Dinner nennen. Das ist also eine sehr hohe Stufe im Marketingplan, Press Team. Das sind Leute, die mindestens einmal 7 Jahre dabei sind, um diese Stufe zu erreichen. Und die verdienen also beträchtlich. Die leben ganz bequem. Die meisten von denen kamen aus einfachen Verhältnissen. Und morgen Abend haben wir ein paar aus Lesotho. Habe ich das richtig ausgesprochen? Wahrscheinlich nicht. Lesotho. Lesotho, okay. Also Lesotho, die fingen dort mit Ernährungsclubs an in Lesotho. Und jetzt sind sie im Press-Team. Und da haben wir ein afrikanisches Paar, die also das bei sich gemacht haben, diese tolle Sache. Und wir sehen das als eine Methode, die sich ausdehnen wird. Denn das ist der alte Spruch, ich bringe jemanden lieber zu Fischen bei, als dass ich ihm Fisch gebe. Also das ist die Gelegenheit, ein Einkommen zu haben, die Ernährung positiv voranzubringen,
die Ernährungswelt ist leider Gottes sehr politisch. Und wir wollen nicht, dass das politisch ist. Wir wollen gute Kalorien haben, gute Vitamine, gute Mineralien, gute Proteine. Wir wollen den Leuten Gesundheit geben. Das Ziel des Unternehmens ist, hier eine Kraft im Ernährungsbereich zu sein, eine wirtschaftliche Kraft sein für das Gute und eine starke soziale Kraft zum Guten auf der Erde. Und wir wachsen, wir prosperieren mit Leuten wie dir und die diese Partnership machen, werden wir weiterhin was Tolles tun. Ja, ich stimme dem zu. Wir sind an vorderster Front. Wir können hingehen, proaktiv das Problem lösen. Wir können wirklich das angehen, was dem zugrunde liegt, nämlich diesem sozioökonomischen Desaster. Wenn man sich wirklich die Misere von Waisen und zurückgelassenen Kindern weltweit anschaut, dann sehen wir, dass das Problem darin besteht, dass es an Gelegenheit mangelt, an sozioökonomischen Gelegenheiten mangelt. Herbalife löst dieses Problem durch euer Geschäftsmodell, aber auch durch die Gelegenheiten, die ihr wirklich überall schafft. Also da gibt es sehr viel an Synergie und ich stimme dir da voll und ganz zu. Ja, es ist ein komplexes Problem, aber wir können es lösen. Schick uns weiter deine Ideen. Es war also fabelhaft, dich hier zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr das alle fühlt, aber man kann das Herz fühlen, auch das Funkeln in seinen Augen. Meine Mutter hat immer gesagt, denen viel gegeben wird, die, von denen wird auch viel erwartet. Das habe ich vielleicht jeden Tag gehört. Manchen Tagen habe ich das zweimal gehört. Manchmal saß ich auf der Treppe und wurde ausgeschimpft, wenn sie mir das sagte. Aber das ist wirklich wunderbar, dich hier zu haben. Toll, dass du zur Herbalife Familie gehört, dass wir Teil deiner Familie sind. Acres of Love hat Unglaubliches geleistet und leistet weiterhin Unglaubliches. Es verändert das Leben der Menschen. Und das ist auch, was Herbalife tut. Also wenn dieses Management-Team ein Vermächtnis hinterlässt, ist es, dass wir einen Unterschied in Afrika machen. Und ich bleibe, gehe nicht weg, bis wir das geschafft haben. Dankeschön. Ich bin wirklich dankbar. Vielen Dank. War schön, dich hier zu haben. Vielen Dank.